So, Leute, da bin ich mal wieder zurück mit einem etwas anderen Video, denn ihr kennt mich ja noch von der ganz alten Anfangszeit, nämlich mit Rette die Welt. Und es gibt halt immer wieder die Frage, da sich jetzt manche als Rette die Welt neu geholt haben, ganz simpel, warum bekommen sie keine V-Bucks? Das liegt einfach daran, dass ihr einfach die neue Version habt, heißt einfach, seitdem, wenn ich mich jetzt irre, gerne in die Kommentare schreiben und verbessern, nämlich seitdem Fortnite nicht mehr Early Access ist und seitdem der Metallbeauftragte, meine ich, mit dem Paket kam es, quasi in Fortnite reinkam, bekommen quasi alle die sich damals, also zur damaligen Zeit dann Rette die Welt geholt haben, keine V-Bucks mehr, sondern halt eben nur noch wir alten Hasen in Anführungszeichen. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Bei uns steht halt einfach als tägliche Aufgabe immer verschiedene Aufgaben. Heute musste ich halt Gartenzwerge zerstören und dafür, wie ihr seht, bekomme ich halt 50 V-Bucks, wie ihr ganz rechts seht. Nur das bekommen halt in Anführungszeichen nur die Leute, die halt Fortnite schon lange, lange, lange haben. Nämlich genauso, ich kann mir auch noch so noch V-Bucks holen, indem ich einfach hier unten, warte mal, wenn ich mich jetzt nicht irre, doch hier, ich muss nur noch Sturmschildverteidigung machen, würde ich auch nochmal 50 V-Bucks bekommen. Hier würde ich nochmal 30 bekommen. Also das Problem ist halt einfach, ich kann das Ganze machen, ihr allerdings halt nicht mehr, die sich halt jetzt erst Rette die Welt geholt haben, sei es jetzt mit Group-Paket oder einzeln, obwohl einzeln wird natürlich jetzt gar keinen Sinn machen, aber ihr seht, hier kann ich noch 100 holen, da noch 100, da noch 100. Und ich werde halt auch immer wieder gefragt, wo hast du deine V-Bucks her? Ich kann euch sagen, ich habe seitdem ich Fortnite spiele noch nie V-Bucks aufgeladen. Also nicht einfach hingegangen, bin nicht in den Shop gegangen und keine Ahnung, ich sage jetzt mal für 50 Euro V-Bucks aufgeladen. Das ist halt wirklich alles immer nur aus Rette die Welt, aus Starterpaketen, jetzt natürlich auch das Pro-Paket. Dadurch bekomme ich natürlich auch jeden Monat 1000 V-Bucks. Ich glaube, die nächsten V-Bucks müssen entweder morgen, doch, die müssen eigentlich morgen kommen. Ich meine, immer am 17. bekomme ich meine 1000. Dadurch kostet mich natürlich auch der Battle Pass nichts. Aber in Anführungszeichen, nichts ist auch relativ, weil das Starterpaket kostet, glaube ich, immer 6 Euro, 7 Euro. Dazu halt noch 700 V-Bucks oder 800, ich weiß jetzt nicht genau. Und Group-Paket kostet ja auch 13 Euro, meine ich jetzt. Und also ein bisschen was gebe ich ja schon aus, aber natürlich auch für Videos aufzunehmen, etc. pp. Und ich habe halt deshalb auch so viel V-Bucks, weil ich mir halt nicht jedes Emote kaufe, jeden Skin kaufe. Jetzt in den letzten paar Tagen habe ich doch wieder ein bisschen mehr ausgegeben. Aber ich kriege natürlich auch einiges von euch geschenkt. Da geht natürlich schon mal Grüße raus an alle. Genauso den Skin, den ich gerade benutzt habe, Luca, damit du dein Video bekommst mit dem Skin. So, jetzt seht ihr aber dann, so sieht das dann bei mir aus. Ich habe einfach jetzt die Mission abgeschlossen. Und dann gehen wir rüber. Jetzt müssen wir natürlich wieder die berühmten 10 Sekunden warten, die ich nie verstehen werde in diesem Spiel. Naja, 13 Sekunden sogar. Und ihr seht ja den Skin zum Beispiel links. Der Luca hat mir das ganze Paket geschenkt. Das ist natürlich ein bisschen geisteskrank, die 2600 V-Bucks. Aber Support ist kein Mord. Und dafür bekommt ihr auch immer euer Video. So, jetzt seht ihr einfach mal, wie das dann bei mir aussieht. Es tut mir auch wirklich leid an die Leute, die sich halt jetzt Rette die Welt geholt haben oder das Ruhepaket nur wegen Rette die Welt. Der Skin war denen vielleicht egal, damit sie V-Bucks bekommen. Aber so sieht das Ganze bei mir aus. So müsste das bei euch auch noch aussehen. Ihr bekommt die Missionsbelohnung. Dann eventuell noch was anderes. Aber so sieht es halt bei mir aus. Und zack, da sind die 50 V-Bucks, aber die kann halt, wie gesagt, nur noch einer bekommen, der halt das alte Rette die Welt hat und nicht mehr die, die quasi die neue Variante haben. Aber wer mich schon länger verfolgt, wir haben es oft genug gesagt, kauft euch Rette die Welt. Meistens zur Weihnachtszeit hat nämlich Rette die Welt immer 20 Euro gekostet, davor 40 Euro, aber die meisten haben dann gesagt, nee, will ich nicht, kein Bock zu. Ja, und jetzt jammern die Leute natürlich rum, wenn sie es im Crew-Paket mit drin haben, dass sie die V-Bucks nicht bekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Schlimme ist, ich muss es euch einfach zeigen, auch die, die Rette die Welt schon lange haben, denkt dran, dass ihr euch die täglichen Belohnungen abholt. Ihr seht jetzt, ich bin den 470. Tag eingeloggt, also auch ich habe mich nicht jeden Tag eingeloggt. Auch wenn man kein Fortnite spielt, loggt euch einfach ein, weil ihr seht, in 6 Tagen kriege ich schon wieder 300 V-Bucks, nur dafür, dass ich mich einlogge in Rette die Welt.
und dann nochmal in 13 Tagen nochmal 150 V-Bucks. Und so ist das halt immer wieder. Alle zwei Wochen bekommt man halt entweder 300 oder 150 oder 800 V-Bucks. Und das ist halt schon nice. Und das läppert sich halt zusammen. Ich meine, ich hatte, glaube ich, 23.000 V-Bucks, aber habe mir halt, wie gesagt, auch einiges gegönnt. Hier zum Beispiel die Skins von Walking Dead habe ich mir halt geholt. Dann habe ich mir noch den Beast Boy geholt. Dann, warte mal, wo ist jetzt der neueste Skin, den ich habe? Zack. Den habe ich mir dann gestern noch geholt, weil mir einfach optisch gefällt. Das hier sind die drei Skins vom Luca. Den habe ich auch noch geschenkt bekommen. Den auch geschenkt bekommen. Der ist durch das Comic. Also ich sage ja, die Skins läppern sich natürlich da ruckzuck zusammen. Ihr seht es gerade selber, es sind mal gerade wieder 12 Skins. Das ist natürlich Brew-Paket. Das war Battle Pass. Aber da kommt halt einiges zusammen. So, ich hoffe, einige haben es jetzt dann doch verstanden, warum sie eventuell keine V-Bucks bekommen. Tut mir auch wirklich leid, aber ihr hattet lange genug Zeit. Natürlich ärgerlich für die, die jetzt erst angefangen haben, quasi wirklich Fortnite zu spielen. Aber da kann ich leider auch nichts gegen machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch trotzdem noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.